Resident Evil 7 kam am 24.01.2017 auf den Markt und hat Resident Evil meiner Meinung nach zurück zu altem Glanz geführt. Denn Resident Evil 7 hat wieder den Horror-Aspekt aufgegriffen, den Survival-Aspekt aufgegriffen und Capcom hat damit eine der besten Entscheidungen getroffen, die sie meiner Meinung nach tun konnten. Es gibt natürlich den einen oder anderen Abstrich beim Spiel, das ist natürlich klar, aber diese Abstriche können wir ganz gepflegt übersehen. Es ist natürlich nicht ganz Resident Evil typisch, wenn man das mal so sagen kann, denn wir spielen hier nicht in der Third-Person-Perspektive, sondern in der Ego-Perspektive. Das heißt, wir sehen unseren Spieler natürlich nicht richtig, außer seine Hände, was natürlich mit Resident Evil 8 dann wieder abgeändert wurde, mit dem DLC Shadows of Rose. Da hat man nämlich diesen Modus wieder mit eingefügt, dass man auch Third Person spielen kann. Dazu später aber natürlich mehr, wenn es denn dann soweit ist, dass Resident Evil 8 im Walkthrough spielen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an und starten mal Ethan Winters wunderschöne Story. Und ich würde sagen, let's go auf normal, auf geht's. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Und somit geht es auch los, denn hier sollte es sein, ganz genau, Ethan. Wir betreten jetzt langsam das Grundstück der Familie Baker. Die Familie Baker ist eigentlich eine sehr, sehr nette Familie, hat ein riesiges Grundstück, wie man hier das gerade schon gut erkennen kann. Und die Ranch ist halt wirklich, Ranch heißt es so? Ja, ich glaube schon, also die Farm, besser gesagt, ist halt wirklich sehr, sehr groß und es ist sehr viel Platz. Es ist auch sehr viel Platz, um vieles zu verstecken und. Wir haben jetzt erstmal nur die Aufgabe, natürlich unsere Frau Mia zu finden, denn ihr habt ja in der Videobotschaft gesehen, wir sollen sie nicht suchen, aber er hat eine Videobotschaft bekommen, wo sie sagt, dass er sie suchen soll. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, let's go. Natürlich weiß ich Bescheid, aber ihr werdet das im Laufe des Spiels sehen. Severgate aus Episode 17, Projektvorschlag in ein Geisterhaus in Louisiana schleichen. Join us. Schließe dich uns an. Bitte nicht, danke. Nimm ihre Gabe an. Ja, die möchte ich bitte nicht annehmen, danke. Denn ihr seht schon, hier ist auf jeden Fall sehr viel Ekliges los.
Also jetzt seht ihr das natürlich noch nicht, aber ihr werdet das gleich sehen. Und da haben wir auch schon das Familienoberhaupt, Mr. Jack Baker. Wir werden natürlich uns auch die DLCs angucken zum Spiel und werden natürlich alles mit reinnehmen, weil es soll ein kompletter Walkthrough werden für Resident Evil 7. Und hier fangen an, die Dinge etwas ekliger zu werden. Ich weiß nicht, wer die Kuh da auseinandergenommen hat, aber es ist auf jeden Fall sehr eklig, genauso wie hier. Ich vermute mal, dass es der Sohn Lucas war, der so oder so ein bisschen daneben ist und ein bisschen Dachschaden hat. Aber das werden wir noch erfahren, warum er diesen Dachschaden hat und was mit ihm genau los ist. So. Okay. Da hat wohl kurz die Welt geladen. Ich hoffe, das wird nicht öfter passieren, weil es nervt nämlich, wenn das passiert. So, da haben wir einmal Mia ihren Führerschein und wir gehen mal kurz in unser Inventar und können uns mal die E-Mail, ist es eine E-Mail, angucken. Von Mia Winters, gesendet am Dienstag, den 18. Juli 2017, 23 Uhr an Ethan Winters. Dalry, Louisiana, Baker Farm, komm und hol mich. Sie hat das selber nicht geschrieben, das wissen wir mittlerweile, denn sie hat uns ja extra diese Videobotschaft geschickt, wo sie sagt, hey, nein, such mich bitte nicht, lass es gut sein, geh weg, Ethan. Ich möchte nicht, dass ich dich in Gefahr bringe. Und ihr seht schon, das ganze Haus ist etwas räudig, etwas sehr räudig. I mean, look at this. Da kommt eher Rostwasser raus wie alles andere. Hier ist irgendwie so ein bisschen verrottetes Fleisch und ich schieße hier irgendwie Zeug durch die Gegend. Aber wir können hier nicht so viel erkennen. Aber es ist auf jeden Fall ein Bild von jemanden aus der Familie. So, dann haben wir hier einmal in 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Warum auch immer so viele Personen vermisst wurden. Und guck mal da. Wir haben hier auf jeden Fall einen sehr, sehr leckeren Raben. Also wer den nicht essen will, dann weiß ich auch nicht weiter. Und jetzt den leckersten Kühlschrank, den ihr je sehen werdet. Boah, da kommt es mir direkt hoch. Da kommt es mir direkt hoch. Das ist echt schlimm. So, wir werden natürlich auch alle Tapes spielen. Das sollte klar sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wo alle Tapes liegen, aber ich denke mal, ich werde mal schauen, dass ich da irgendwie gucke, dass ich alle finde. So, speichern tun wir natürlich auch direkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir uns das erste Tape schon mal anschauen, denn das wird sehr, sehr interessant werden für uns. Das ist nämlich so ein bisschen, na, wie soll ich das sagen? So ein bisschen, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Demo gespielt hat damals. Die Biohazard-Demo. Die wäre nämlich dann das, was wir gleich spielen, ungefähr. Also das sieht man da halt nochmal ein bisschen genauer hier. Und wollen wir ein bisschen Klavier spielen? Ja, weil wir lieben ja Klaviere. Nee, natürlich dürfen wir das nicht. Dankeschön. Ihr habt gerade gesehen, da war Mia auf dem Bild. Und hier haben wir auch nochmal so eine Gefängniszelle, wo man ein bisschen was sieht. Und da haben wir die Familie Baker, die Eigentümer. Da ist einmal Jack Baker, Margaret Baker, Lucas Baker und Zoe Baker. Zoe werden wir später noch kennenlernen. Aber jetzt geht's natürlich erstmal an das wundervolle Tape. Let's go! Dalby Haunted House. Das letzte kann ich leider Gottes nicht aussprechen, aber ja, ist halt nun mal so. Läuft die Kamera denn? Oh, Bro. Hör auf, das zu machen. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Ich auch. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Okay. In Amarillo. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Er ist halt super unsympathisch und super unfreundlich. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau, wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Tja, das wird wohl nicht so. Ich glaube, dieses Drecksloch hättet ihr nicht betreten sollen. Nicht unbedingt, sagen wir es mal so. Ich meine, ja, es sieht verlassen aus, dies, das. Aber so verlassen ist dieses Haus hier nämlich gar nicht. Und hier schöne Motten. Okay, los geht's. Oh mein Gott, da kriegt die Tür nicht auf. Oh nein. Mach mal Platz da. Okay, wir gehen wieder. Ciao. Nee, doch nicht. Und er macht das.
Wow, das ist ja sehr freundlich, dass du die Tür einfach eintrittst. Nach dir? Mein Gott. Also, die sind sehr, sehr unfreundlich. Also, er hier ist auf jeden Fall scheiße. Probst du auch mal? Er ist okay. Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Ja, das wirst du aber sehen, mein Freund, wie es hier gleich spukt. Hier spukt es nicht nur. Leck mich. Mhm. Na. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Der denkt halt wirklich, er ist so der König, ne? Kennt ihr so Menschen? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag solche Menschen einfach nicht. Vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Oh ja, Verbrechen vermutet. Es ist kein Verbrechen. 3 Jahre. Das muss ja dann auch erst kürzlich gewesen sein, ne? Von der Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. So, gucken wir mal hier. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Ekelhaft, ich finde das so räudig, ne? Das. Ah. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Da habt ihr schon mal Lucas gehört? Ach, Mist! Warum habe ich noch keine guten Schuhe? Ah, oh, das ist so ekelhaft, sorry. Das tut mir leid. Geister in Bayou gesichtet. Gut, dass ich geimpft bin. Ja, genau. Schön, dass du geimpft bist. Das wäre ein toller Hintergrund. Ja? Andre! Wollen wir? Was warst du? Andre? Wo ist Andre hin? Wir schauen gleich, wo André ist. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr horrormäßig wieder. Ne? Ich finde das so toll. Clancy, weißt du, wo André hin ist? Nenn mich noch einmal Clancy und ich dreh dir in deinen Arsch. Wie heißt ich überhaupt? Ist ja nicht Ethan. Unglaublich. Ja, der ist einfach weggegangen. Hat keinen Bock mehr gehabt. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ja, ist schön für dich, dass du das so sagst. Wir können kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Na, sind wir mal ehrlich. Wieso ist er so die ganze Zeit so unfreundlich? Kann er nicht einfach normal reden? Ist es so in der Filmindustrie, dass sie das immer so machen? So übelst unfreundlich sein und sonstigen Mist? Das macht halt einfach gar keinen Sinn. Das ist richtig schwachsinnig. Was war das denn? Ja, was war das? Ja, geh rein, los. Ich bleib hier stehen. Ich warte auf dich. Du gehst, ich geh nach Hause, ja? Okay, gut. Ciao. André! Mhm. Er schreit halt die ganze Zeit rum, ne? Komm, geh ein Stück vor. Mensch, du Heini. Das ist so ein schöner Fernseher, oder? Ich meine, wer hat 2017 noch so eine Röhre stehen? Familie Baker natürlich, wer sonst? Damals, das sind wohl die Leute, von denen Andre geredet hat. Mhm. Family Baker. Es wird auf jeden Fall... Ja, man sieht hier halt, man soll das Video schon vorher gucken, bevor man die Stelle macht. Weil, ihr seht ja, sonst müsstet ihr das extra suchen und ja, prinzipiell guckt man da hin und man sieht es. Also, dann braucht man das Tape auch nicht. Aber ich denke, das Tape ist einfach wichtig für die Story, um halt auch so ein bisschen Input zu haben, was denn halt hier wirklich genau passiert und was genau mit manchen Leuten hier passiert ist. Mit ihm hier zum Beispiel. Der ist auf jeden Fall aufgespießt worden. Der ist tot. Würde ich sagen, der ist einfach tot. Lieben wir. Und das war's. VHS-Tape, Ende. Sehr schönes VHS-Tape, by the way. Finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut gemacht. Das ist halt auch so ein Ding, was sie halt auch gut hinbekommen haben, ne? Seht ihr, dann ist nämlich das Ding auch direkt da. Kann man das direkt sehen. So, wir werden natürlich auch schauen, dass wir alles mitnehmen, was so kleine, Sammelgegenstände sind und sowas. Gibt's ja einige im Spiel. Oh, das dauert immer so lange, ehe da runter geht, ne? Das ist so nervig. Ansonsten, wie sage ich das denn? Habe ich mir ja Gedanken zugemacht, warum ich diesen Walkthrough jetzt machen will. Das Ganze liegt jetzt daran, dass ich zu Resident Evil 7 ein komplettes Lore-Video machen möchte. Das heißt, das wird definitiv demnächst kommen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, so in einem Zusammenhang zu haben. Das heißt, wir haben das komplette Spiel auf dem Kanal und wir haben Resident Evil 7, die Story explained, mit allen Charakteren und allem drum und dran. Ich denke, das Video könnte vielleicht sogar in zwei geteilt werden. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich werde es halt schauen, wie ich es dann mache. Aber... Ich weiß nicht, so zweiteilige Videos sind halt immer so ein Ding für sich, ne? Ich mag das halt selber nicht so. Und da müssen wir halt mal schauen. Vielleicht wird es auch ein sehr langes Video, das kann natürlich auch sein.
Aber ich vermute mal nicht länger wie eine Dreiviertelstunde oder sowas. Ja, kannst du mal deine... schön erstmal das räudige Wasser geschluckt. Ekelhaft. Ekelhaft. So, hier haben wir ein paar Vermisste. Nebenbei gesagt, denke ich mal. Ich denke mal, das sind Vermisste. So, machen wir die Tür hier auf, Ethan. Und wir sehen hier halt... Ja, hier sehen wir so ein paar Zeichnungen, ne, von Evelyn und sowas. Also Evelyn wird uns natürlich dann gleich noch etwas... Naja, nicht gleich, sondern sie wird uns dann halt einfach gezeigt, so ein bisschen. So, hier haben wir halt erstmal tote und umgewandelte Menschen. Die sind halt für Experimente gewesen und. So, und dann haben wir hier erstmal unseren Bolzenschneider, wo wir erstmal direkt drauf gehen, weil das ist sehr, sehr wichtig. Den brauchen wir nämlich ein bisschen öfter jetzt. So, da wollen wir unsere Mia mal aus dem Knast rausholen. Ja, Gefängnisausbruch auf die ganz leichte Art. So, hi Mia. Also sie ist halt schon ganz schön dreckig, ne? Die muss erstmal duschen gehen. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Man sieht ihre Verwirrung richtig an, ne? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Okay, dann gehen wir halt. Alles gut. Aber Daddy ist doch eigentlich schon hier, Mia. Hm? So, dann zeig uns mal, wo du hin möchtest. Sie erklärt uns halt einfach gar nichts. Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Für 3 Jahre sind ihre Haare aber nicht weit gewachsen, ne? Und sieht jetzt nicht so aus, als ob die geschnitten wurden. Dürfen wir? Mia? Lass mich durch! Hey, beruhig dich. Seht ihr dieses eklige Fleisch da liegen? Ich weiß nicht, wer auf Gedanken kommt. Aber was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ja, du glaubst es. Es ist besser, wenn du es weißt. Guck mal, das ist so richtig eklig, oder? Was soll das denn darstellen? Soll das jetzt ein Fleischbrocken sein? Oder soll das einfach eine Tüte sein? Aber sieht irgendwie aus wie ein Fleischbrocken, aber irgendwie auch nicht, oder? Weiß nicht, ist sehr, sehr ekelhaft. Sieht komisch aus. Alles sieht komisch aus. Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du... Quatsch, sieht doch jetzt nicht voll. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Das Ding ist einfach, dass Ethan sich hier hinsetzt und sagt so, yo, du musst mir das jetzt alles erzählen und los, setze. Ey, die sind in einem verdammten Keller, wo man vielleicht sterben könnte? Wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Interessant. Familie hat mir da Essen durchgereicht. Wer weiß, was sie da gegessen hat. Wahrscheinlich eines dieser Festmahle. Sehr, 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 sehr eklig. Das werden wir natürlich auch noch sehen. Ich versuche das natürlich noch in die Folge mit reinzupacken. So, dann mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Hier ist es. Ja, man sieht ja gleich wirklich richtig an, dass sie total verwirrt ist und sie weiß gar nicht, was los ist. So. Ich kenne diesen Raum. Und hier haben wir ein ganz besonderes Foto. Das werden wir uns aber gleich anschauen, wenn sie irgendwann mal aufhört zu quatschen. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Ja, genau, werden wir. Schön. Wir mögen Familie. Also. Ich bin mir sicher. Halt doch jetzt die Klappe. E-001. Und wenn wir das umdrehen, sehen wir diese alte Dame hier. Ja, E-001. Ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass E-001 diese alte Dame sein soll. So, hier haben wir einmal Mia. Und hier haben wir eine komplett andere Puppe, die erstmal vielleicht gar nicht so zuordbar ist für Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Das Ganze werde ich natürlich ein bisschen später aufklären, wer das ist. Aber wir werden es aufklären. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch ins Gästehaus, denn wir sind noch nicht im Hauptanwesen. Was haben wir hier? Haben wir nix. Da haben wir ein Telefon, braucht kein Mensch gerade. Haben wir hier irgendwas? Ja. Haus, die Karte des Hauses, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Hier haben wir ein bisschen was zu süffeln. Da haben wir noch was. Ist auch total klasse, ne? Dass er sich... Hey, auf zu klopfen.
Wir kommen doch schon, alles gut. Wir sind doch schon auf dem Weg, alles gut. Ich mache schon die Tür auf. Alles gut. Ist auch sehr, sehr witzig, dass er sich einfach nur Zeug über den Arm kippt und dann alles wieder gut ist. Wie eklig die aussieht, oder? Ich finde das so ekelhaft. Das ist echt krass. Ja. Mia, hörst du bitte auf? Ich möchte gar nicht wissen, was das für Schmerzen sind, ja, die er gerade hatte. Warte! Also die er danach hat. Sagen wir es mal eher so, weil jetzt ist es ein Adrenalin-Moment. Da werden die keine Schmerzen haben. Das ist echt knapp. Ah. Tut schon ein bisschen weh an der Hand, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Schön mit dem Kopf gegen die Wand hämmern. Schöne. Einfach selber K.O. geschlagen. Na, sie ist alles, bei ihr ist alles gut. Sie ist einfach nur infiziert mit irgendwas. Mit einem Pilz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ging, aber ich glaube, man konnte hier so ein Stück vor und dann steht die gleich wieder auf. Das ist so ein Speedrun-Trick eigentlich, aber irgendwie macht sie das gerade nicht. Es gibt so viele Speedrun-Tricks, die ich euch zeigen könnte, aber gerade bei Resident Evil 7 ist es jetzt eigentlich eher schwierig. Jetzt steht sie wieder auf. Weil da gibt es gar nicht so viel, was man zeigen kann. So, jetzt aber. Jetzt werden wir das allererste Mal jemanden stark verletzen. Let's go. Wenn man sieht auf jeden Fall, dass es nicht Mia ist, die da ist, ne? Einmal daneben schlagen lassen. 1, 2, 3. Man kann das, ich weiß gar nicht, man kann das, glaube ich, verschnellern. Ins Gesicht. Und noch eine. Und... ja. Es ging jetzt schneller. So, jetzt denkt er natürlich, er hat Mia umgenietet, ne? Ich meine, es ist schon eine ganz harte Nummer, ihr eine Axt in den Hals reinzuschlagen und sie da einfach so liegen zu lassen. Telefon? Klingelt das nicht eigentlich normalerweise jetzt? Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Da müssen wir doch mal kurz hingehen. Mal gucken, wer uns jetzt hier kontaktiert. Wer ist das? Nee? Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh dahin. Jetzt. Okay, Zoe hat ja viel mit der Familie zu tun, denn sie ist die Tochter von Jack Baker und Margaret. Also von Jack und Margaret Baker. Es ist natürlich blöd, dass die Axt jetzt hier liegt, weil eigentlich sollte die hier liegen. Das geht ein bisschen schneller. Aber ist auch relativ egal. Wir wollen ja erstmal schauen, dass wir jetzt die Sicherung finden. Also man muss sie halt nicht krass suchen, weil man hat ja schon gesehen, wo sie ist. Beziehungsweise wo sie sein könnte. Nennen wir es mal so. So, einmal aufmachen bitte. Ich finde auch das System hinter den, wie nenne ich das denn? Hinter der Heilung etwas fragwürdig, sagen wir es mal so. Also für mich ist es halt einfach fragwürdig, weil... ja, wir können zwar Chemikalien mit Dings zusammenschmeißen, also mit grünem Kraut und sowas, aber es ist halt schon sehr, sehr weird. Ich weiß auch nicht, feier das jetzt selber nicht so stark. Ist okay. Weiß nicht, was ihr davon haltet und ihr dazu sagt, aber ich sage ja, es gibt ein paar Aspekte, die bei Resident Evil 7 etwas doof sind. Das hättest du nicht tun dürfen. Das mag verdammt will. Das auch. Ist ja nicht so, dass du mir gerade eben schon durch die Hand gestochen hast mit einem verdammten Messer. Ja. Und jetzt plötzlich mir einen Schraubenzieher noch durch die Hand hämmerst. Dankeschön für nichts. Tust du bitte die Kettensäge weg. Sehen wir mal, was du willst. Ja. Was ich fühle. Das ist eigentlich richtig brutal, was sie da gemacht hat, ne? Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube ja weniger, dass das Blut wirklich so spritzen würde. Aber es ist halt schon fucking krass. Muss alles niederbrennen. Du brennst bitte gar nicht nieder, lass es mal lieber sein. Ja, wir müssen unsere Hand wieder mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die nicht mitnimmt. Aber ihr seht, wir haben jetzt nur noch einen, ja, wir haben keine Hand mehr. Ist nicht so toll. Aber ist egal. Wir sollten trotzdem versuchen, weiter hier durchzukommen. Das Problem ist, dass wir, glaube ich, eher verbluten würden, bevor wir da zusammengefliegt werden können. Eigentlich. Weil es ist ja schon ein sehr starker Blutverlust, den man hier hat. Und das ist nicht so geil, sagen wir es mal so. Wir haben hier eine M19-Pistole, sehr schöne Waffe, by the way. Okay, gut. Okay, gut. Ihm geht's auf jeden Fall nicht so gut, ne? Merkt man gerade so ein bisschen. Er ist ein bisschen angeschlagen. Ich denke, durch das Adrenalin, was man hat im Körper, wenn sowas passiert, ist das halt nochmal ein bisschen was anderes. Dass man halt sagt so, ja, okay, gut. Man steht das halt so ein bisschen durch. Aber ich finde das schon heavy. So, wir machen mal kurz hier. Ja, genau. Schön drauf desinfizieren. Schöne Desinfektion machen wir hier. So. Ihr hört schon die Kettensäge. Wir gehen schon mal ein Stück weg. Weil wir müssen Mia nämlich jetzt so gut wie möglich ins Gesicht schießen. Damit wir nicht so lange brauchen, um das hier zu beenden. Oh. Ja, das Aim ist halt ein bisschen mies. Weil der wackelt halt auch so ganz komisch. Niemand zählt auf dich. Hör auf damit. Hör auf. Niemand zählt auf dich. Hallo, lässt du mich bitte kurz aus der Ecke raus? Du Miststück, du. Wow, ich sterbe, glaube ich, wenn ich jetzt weiter so mache. Nee, ich sterbe doch nicht. Oh mein Gott. Also auf Irrenhaus wäre ich tot gewesen. Safe. Ja, hoffe ich doch, dass du das tust. Weil das ist ganz schön brutal gewesen, was du gerade mit mir gemacht hast. Du wolltest mir eine Kettensäge durch den Körper jagen. Einfach so, ohne Grund. Also, wir müssen mal gucken, wann uns Jackie Boy in seine Familie einlädt. Let's go! Geht das nicht auch so? Aber muss ich jetzt wirklich bis davor laufen? Nee, jetzt nicht mehr. Willkommen in der Familie, Junge. Bam! Und der hat gesessen. Oh, das war, da gehst du einfach K.O. Wenn Jack dir eine reinhaut, ist Feierabend. Und somit herzlich willkommen in Resident Evil 7. Der Prolog ist nun beendet. Und wir werden ins Haupthaus gebracht jetzt. Es ist so ein schönes Spiel. Ich liebe dieses Game einfach. Und ich habe so viel, was ich euch darüber erzählen kann. Das ist sehr, sehr cool. Wir werden in der nächsten Folge natürlich den kompletten Ablauf mit Jack machen und werden mal schauen, dass wir da ein bisschen was noch zusammenfriemeln und versuchen, so gut wie möglich durchzukommen. Arbeit zu erledigen. Stirb und setz dich weg. Genau, tackere mir einfach die Hand zusammen. Sie tackert mir einfach die Hand wieder an und dann ist alles okay und ich kann meine Hand wieder bewegen. Was ist mit den Sehnen? Was ist mit den Nerven? Mit dem ganzen Zeug da? Was, wo ist das? Was soll das? Warum ist das so? Und das hier. Wo bin ich? Hey, wirf mir noch was ins Gesicht, dann werfe ich was zurück. Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Hi, Margaret. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Sie ist halt krass hier. Erinnert euch an das Foto E001? Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man ihm unter die Nase reibt. Gott! Alter, war nicht schon wieder! Er schneidet ihm halt einfach den halben Arm ab. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Nein, muss ich nicht. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Nee. Er isst es nicht, Jack. Er isst es nicht. Als verdammte Bauch, Margaret. Ich finde den Spruch so geil. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er isst es nicht. Sie rastet komplett aus. Das muss ein besonderes Festmahl sein. Jack, alles gut bei dir?
Das tat weh. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Ja, hoffentlich. Schweine! Ich komme zu dir zurück. Nee, bitte nicht. Hör auf damit. Lassen Sie mich bitte gehen. Ich habe Ihnen nichts getan. Ich wollte nur Mia wiederfinden. Lass mich bitte gehen. Jack! Okay. Und somit werden wir die Folge auch beenden, denn wir sind angekommen in der wundervollen Villa der Familie Baker. Und ihr habt uns jetzt, alles klar? Wir haben jetzt alle kennengelernt und werden in der nächsten Folge natürlich, wie gesagt, das komplette Haus machen mit Jack. Und dann werden wir mal schauen, wie wir das Ganze weiterführen. Ich denke, wir werden das so machen, dass wir jeden einzeln machen. Das heißt, Jack, Margaret, Lucas, am Ende nochmal Jack. Ja, Jack kommt zweimal. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, smash den Like-Button kaputt. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock auf mehr von dem Content hier habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Dankeschön fürs Reinschauen. Bye, bye.